Hallo und herzlich willkommen zum 29. Teil des HTML und CSS Tutorials für Anfänger für panjutorials.de. Mein Name ist Dennis Panjuta und in diesem Tutorial geht es um Pseudo-Elemente. Und Pseudo-Elemente sind Klassifizierungen, die einen Teil eines Elements beschreiben. Und wir verwenden jetzt am besten Pseudo-Elemente einfach mal, damit ihr seht, was die überhaupt können. Also, ich mache mal ein Pseudo-Element für ein P-Tag. Also schreibe ich hier P:Doppelpunkt first minus letter, was so viel bedeutet wie erster Buchstabe. Dann starte ich auch gleich die Regel in geschweiften Klammern. Also sage ich hier zum Beispiel color red und font size 25 Pixel zum Beispiel. Also ich speichere mal und aktualisiere. Und ihr seht, ich habe jetzt mit diesem Pseudo-Element habe ich jetzt den ersten Buchstaben eines jeden Paragraphen anders dargestellt. Also ich mache ihn jetzt rot und sage, er soll 25 Pixel groß sein. Also die Font-Size soll 25 Pixel sein. Ihr seht also, man kann es einfach verwenden, wenn man irgendwie so einen coolen Oldschool-Touch drin haben möchte. Man könnte hier auch eben die Schriftart verändern oder ähnliches. Und was man für First Letter verwenden kann, kann man auch für First Line verwenden. Also, wir sagen jetzt nicht nur P First Letter, sondern auch First Line. Ich speichere mal und aktualisiere. Und wir sehen, für die erste Zeile unseres P-Tags haben wir jetzt die Regel, die wir hier erzeugt haben, angewandt. Ihr seht also, Pseudo-Elemente sind Pseudo-Elemente, weil sie nicht eigene Elemente sind, sondern sie sind quasi nur ein Teil des Elements. Und in diesem Fall eben die erste Zeile des Elements oder im anderen Fall der erste Buchstabe des Elements. Und ihr könnt das eben, wie gesagt, verwenden, um eurer Seite noch ein bisschen mehr Style zu geben und noch einen besonderen Touch, den ihr unbedingt haben möchtet, wenn ihr zum Beispiel die erste Zeile stärker hervorheben möchtet oder sowas. Damit wären wir auch schon am Ende des Pseudo-Element-Tutorials. Im nächsten Tutorial werden wir dann ein Hintergrundbild einfügen. Also schaut es euch an, abonniert meinen Channel und bis dann, macht's gut.